Herzlich willkommen zurück zu Transportfieber 1 hier im Schönbau. Ich bin euer Tempo 67, der 50 Silberstreber und nehme meine Schuhe, die bin Hallöchen. Hallöchen. So, ja, ich habe mal probiert, so ein bisschen mit dem Dammbaumarkt hier zu arbeiten. Ist nicht ganz so schön geworden, aber jetzt werden wir noch ein bisschen kaschieren hier soweit. Sieht zwar ganz gut aus. Ich habe ein paar Bahnsteige reingesetzt. Die ganzen Oberleitungsmasten in mühevoller Kleinarbeit gesetzt. Ich denke mal, jetzt haben wir raus, wie es geht. Etliche Signale gesetzt, sagt, das war ja von der letzten Aufnahme hier die Zufahrt zum riesigen Güterbahnhof hier in Wolfenbüttel. Ein paar Spitzkehren reingesetzt, damit wir später die Züge hier durchfahren oder wenden lassen können. Denken wir eher durchfahren. Ja, McDonald's hat es leider hier zerrissen, weil ich die Straße geändert habe. Ich habe überall hier mit Dammbaumarkt jetzt gearbeitet, so halbwegs wie es ging. Ich hätte hier etwa unsichtbare Brücken bauen müssen. Haben wir nicht dran gedacht, okay. Naja gut, okay, also eins weiß ich, diesen Bahnhof nehme ich so nicht noch einmal. Oder man muss hier ab hier Brücken bauen. Richtige Brücken, und hier ist auch nicht so richtig, aber das werden wir irgendwie kaschieren mit Bäumen davor. Wenn wir soweit sind. Unser Hauptaugenmerk wird heute Abend auf diesen gesamten Bereich liegen. Hier werden wir uns aufhalten, hier zu bauen. Ja, dann sagen wir mal, viel Spaß bei der Zeitraffer mit der schönen Hintergrundmusik. Und bis gleich. Ciao.
So, da sind wir wieder. Nach gut 3 Stunden Schönbau. Ja, unser McDonald's-Laden hier, den haben wir gesucht. Wo hat er versteckt? Unter Depots, Busdepots. Ist auch ein Busdepot, keine Fressmeile. Wir haben aber jetzt da einen Zuschauermagnet versteckt drin. Ja, wir haben hier eine Tankstelle gesetzt, habe ich neu installiert. Müssen wir mal gucken, wie wir die jetzt anschließen können. Erstmal Platzhalter, da kommt die hin. Hinten eine Wendeschleife für die Straßenbahn. Wir haben hier zum alten Bahnhof passt natürlich auch sehr gut ein altes Straßenbahndepot. Hinterhof, ja, das hätten wir noch zubauen können, Schuki. Das hat die 10 Minuten haben wir noch gehabt. Machen wir offline so ein bisschen. Ja, wir haben endlich einen Weg gefunden für diese Straßenbahnlinie. Warte mal, ich drehe mal so rum. Die hier im Grünen fährt und dann hier die ganze Straße kreuzt. Da müssen wir noch Schilder aufstellen, so ein bisschen. Ich habe übrigens auch schon Mülltonnen aufgestellt, so ein bisschen. Hier, guck mal hier, da. Seht ihr die? Schöne Mülltonnen. Grüne, blaue, gelbe, hast du nicht gesehen? Irgendwo müsste der Enno kommen. Hier kommt der Enno. Mit dem können wir ja mal mitfahren. Wir steigen da mal ein. Weil wir haben die erste Zuglinie gebaut. Und zwar von hier Wolfenbüttel nach Stöckheim. Passt geografisch ganz gut. Kann man sich aber nicht entsehen, dass Wolfenbüttel so einen großen Bahnhof hat. Wir haben hier einen Fehler, sehe ich gerade. Der wird mich gleich meckern, weil er nämlich nicht wieder rauskommt. Er kommt jetzt nämlich keinen Weg. Den schicken wir nochmal ins Depot nochmal rein. Den schicken wir ins Depot, weil da muss doch ganz hier drüben rüber hier. Auf dieses Gleis. Haben wir hier aufgepasst, Schoki? Weißt du das? Ich muss hier auf die 1, auf die 4 will ich ihn haben. Auf Terminal 4 bitte. Okay, warum ist er da nicht rübergekommen? Wir haben hier. Auf 4 wäre mal reingekommen, aber nicht. Auf 5. Wir haben ein Problem, kommen aus dem Depot hier nicht raus. Aber das machen wir anders. Wenn du im Depot bist, verkaufen. Dann. Kaufen wir hier den Zug nochmal. Diesel elektrisch und wir hatten den Enno gehabt, ne? Ja. Kaufen. Hier zuweisen. S-Bahn 1. Fehler? Weg zur Haltestelle elektrisch kann ich gefunden werden. Oh, Freunde. Was denn jetzt? Hier ist keine Oberleitung.
Schuki! Ja. Keine Oberleitung. Na, wer ist denn Oberleitung? Da hast du gepennt. Jetzt gucken wir dir mal zu. Aber warum ist er hinten nicht rausgekommen? Wir wären komplett auch von hier reingekommen. Warum fährt er auf das Gleis? Das soll mir einer mal erklären. Jetzt verfolgen wir den erstmal. Was ist er denn? Ja, hier ist Rangierbetrieb. So, hier, jetzt seht ihr mal hier die. Was hier am Betrieb ist. Hier müssen wir auch noch Loksen abstellen. Das mache ich aber auch offline. Das würde uns den Rahmen sprengen. Ja, heute nicht mehr. Nein. Wir fahren gleich nochmal einmal hier mit. Ein schönes Jahr aus der Enno, ne? Hier geprobe mit den Oberleitungen, was das so halbwegs passt. Da ist so ganz außen, wenn ich muss halt mit dem Zug ausbrechen. Er schwenkt ja ganz hier rüber, warum ist das? Wo will er denn hin? Du hast doch eine Linie zugewiesen, also wird er doch da auch hinfahren. Ja, habe ich gemacht. Kannst nicht fliegen, ja. Okay, er fährt. Aber ich sehe schon gerade, er fährt hier aber nicht zwei Spuren. Ja klar, kann er ja auch gar nicht. Okay. Dann tun wir mal so, als ob die Strecke jetzt nur einspurig zugelassen ist. Wir steigen jetzt mal ein. Mal schön in den Wolfenbütteler Hauptbahnhof ein. Der im Original einige Nummern kleiner ist. Ja. Wenn man da ein paar Mal hin und her pendelt, dann wird da auch die ersten Leute hier rumlaufen. Eine Buslinie haben wir auch schon eingerichtet. Hast du ja mal Lust, Bus zu fahren, Schuppen? Ja. So, ist da nichts los. Jetzt fahren wir Richtung Stöckheim. So schnell wie wir können. HP1? Ne, HP2. Maximal 60 zeigt er uns an. ZS3, wie das Ding heißt, glaube ich. Oh, da haben wir gleich durchgeschüttelt hier. Jetzt fahren wir unter der Schnellfahrstrecke durch. Dann fahren wir unter der Güterstrecke durch, die uns ja so viele Probleme bereitet hat. Und hier ist noch nichts los. Da hinten ist der Güterbahnhof. Und jetzt fahren wir mal nach Stöckheim, ne? Ja. Aber gut, gut Tempo. So, jetzt kommen sie mal wieder runter.
Okay, der Bus ist weg, den haben wir nicht mehr erwischt, der ist weg. Ja, fahren wir halt nächstes Mal durch. Ja, der kommt bestimmt gleich wieder. Hier muss ich auch noch die Masten noch setzen. Das mache ich dann auch schön im Schönbau. Da kriege ich dann mit dem Trick hin, dass die Masten automatisch gesetzt werden. Ja, zurückfahren brauchen wir nicht, wa? Da kommt ein Bus. Da kommt unser Bus. Da steigen wir ein. Kommen wir durch der Kante so ein bisschen. Das ist Hofer, das österreichische Aldi auf Deutsch gesagt, von der Art her. Hey, guck mal, da läuft einer. Ja. Jetzt kommt Leben rein. Verkehrsschilder gesetzt. So, jetzt fahren wir zum alten Bauten hier. Hier fährt das erste Auto. Jetzt kommt Lehm rein. Ja, die Bäume müssen wir noch tauschen. Der sieht nicht so schön aus. Jetzt fahren wir zum Güterbahnhof. Oh, da ist noch ganz schön was los hier. Guck das mal an. Ach, er fährt so rum. Okay. Containerbrücken. Ja, Güterzug fährt noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Da können wir aussteigen, oder? Ja. Also man sieht, es ist einiges mittlerweile los. Im Zug sitzt auch einer drin. Also das hat doch was. Spannungen müssen wir noch mal ändern. Wo kommt der Zug? Kann ja nur von da kommen, ne? So. Selten kommt er. Ich sehe ihn schon. Ein schöner Bus, ne? Der prescht darüber. Meine Güte. Da kommt unser Enno. Also sehr schön gemoddet, also wirklich. Kompliment. Ja, würde ich sagen, das ist ein guter Moment, um uns jetzt mal kurz die Ortschaft anzugucken. Ich sag, das ist hier nur ein Haltepunkt. Das ist jetzt die Ortschaft, die wir gebaut haben. Das ist ein kleiner Gartenfan. Jetzt einer mal ein bisschen Kahlschlag gemacht, ganze Bäume weg. War zu hell. Irgendeiner hat einen Pool gehabt, ne? Hier. Er hat einen Pool. Wie gesagt, und hier ist das große Einkaufszentrum. Ja, denke mal, mit diesem Blick so können wir sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal, ja. Gut, ciao, ciao, tschüss.